Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Im letzten Part haben wir hier so angefangen, langsam die ganzen Dinge mit der Lampe nochmal durchzugehen, wie zum Beispiel auch diese Höhle hier. Und ich glaube, heute möchte ich als erstes mal an den Hylia-See. Ich muss aber komplett aus der Höhle rauslatschen, Mist. Genau, am Hylia-See haben wir nämlich auch nochmal eine große Höhle. Hilfe, lass mich durch. Und eine Höhle, in der wir bisher auch noch nichts machen konnten. Mit diesen komischen Wassermuscheln, die wir nicht besiegen konnten im Wasser. Wird immer noch doof sein, die zu besiegen, weil wir halt noch nicht unter Wasser atmen können. Aber es müsste jetzt mit einem Schwert gehen. So, warte mal, teleportieren. Und dann können wir auch noch in die Höhle des Lichtgeistes und dort zwei Fackeln anzünden. Und dann müssten wir am Hylia-See erstmal soweit wieder fertig sein. Ja. Bis auf den Tempel halt. Nein, den Tempel können wir noch nicht rein. Da brauchen wir auch Wasserbomben. Aber ansonsten sollten wir soweit erstmal wieder durch sein. Und im Tempel selber, ja, wir haben zwar den Boss-Key und so, aber ansonsten, naja, ansonsten ist jetzt noch nicht so viel los im Wassertempel. Da brauchen wir auf jeden Fall erstmal noch eine Bombentasche. Theoretisch könnten wir unsere Bombentasche auch leer machen und könnten einfach eine, die Bombentasche, die wir jetzt haben, mit Wasserbomben füllen. Das müsste theoretisch auch gehen. Aber ganz ehrlich, in den Wassertempel würde ich ganz gerne erst reingehen, wenn wir da wirklich die zweite Bombentasche haben und vielleicht noch ein bisschen mehr Schlüssel haben. Ich weiß gar nicht, wie viele hat der? Drei. Okay, zwei Schlüssel brauchen wir da noch. Ansonsten hätte ich gesagt, mindestens einen, damit es sich lohnt. Da würde ich schon eher in den Goronentempel nochmal reingehen. Genau. So, wir zünden jetzt hier auf jeden Fall erstmal schnell die Fackel noch an. Dann kriegen wir nämlich noch ein Item. Unsere geile grüne Fackel. Die sieht so cool aus, ganz ehrlich. Beste Farbe bisher. Ah, darauf erstmal einen Schluck Kaffee. So. Hey, was habe ich gerade gesagt? Die zweite Bombentasche ist unterwegs. Lol, okay, cool. Das ist natürlich sehr geil. Ja, Speicher können wir mal. Wollte ich zwar gerade nicht, aber egal. Zack. So, und mal kurz wieder wegstecken. Genau, wir haben jetzt eine zweite Bombentasche. Cool, freue ich mich. Bombentasche immer super praktisch. Ja, dann sind wir hier auf jeden Fall fertig. Ich weiß nicht, ob wir hier unten noch Schatzkisten freilegen können. Auch mit Wasserbomben möglicherweise. I don't know, ich glaube nicht. Möglich. Ja, da würde ich sagen, das Hühnerspiel auf jeden Fall. Dass ich da nochmal runterfliege zur Höhle. Dann sind wir nämlich da auch fertig, muss da nicht nochmal hin. Und dann eine große, sehr große Höhle. Ich glaube, es ist sogar die größte Höhle im Spiel. Wo wir auch richtig was absahen können. Da müssten wir komplett durchkommen. Da müsste es zwei, drei Geisterseelen geben. Ordentlich Schatzkisten. Und die Lampe ist auf jeden Fall auch von Vorteil. Frage, was habe ich? Ich habe schön Lampenöl mit. Sehr gut. Das ist sehr praktisch für die Höhle. Schöne Musik. Schön beruhigend. Ansonsten sollte am Grund des Sees, glaube ich, auch nichts los sein. Okay, mein Freund. Normal. So, und dann flattern wir mit dem Huhn nochmal schnell an diesen einen bestimmten Ort. Geht das nicht? Ah, das geht. So, jetzt hier nochmal schön 20 Rubine lassen. Dich nehme als Huhn. Und dann fliegen wir hier gleich mal
eine Runde rum. Ist auch echt schwierig zu finden, diesen Ort, oder? Also ganz ehrlich, der ist schon ziemlich gut versteckt. Zack. So, einmal bitte verwandeln und dann rein da. Ah, so, genau. Wir haben jetzt nämlich hier diese Muscheln. Okay. So, und dann einfach mit dem Schwert unter Wasser, hätte ich gesagt, oder? Was ist aber auch saudunkel hier drin. Okay. Tauchen wir erstmal kurz wieder auf. Aber das klappt ganz gut. Ist echt saudunkel hier drin. Was zur Hölle? Wow, ist das dunkel. Oder? Das ist ja ultra dunkel. Warum? Gott, hoch da. Jetzt ersaufe ich noch, während die Schatzkiste erscheint. Okay, es waren nur drei Muscheln auf jeden Fall. Okay, ich bin oben. Alter, ist das dunkel. Wahnsinn. Okay, was haben wir da Schönes? Lohnt es sich wenigstens? Wir bekommen ein weiteres Insekt. Ja, es kann sich lohnen. Ob es jetzt wirklich lohnt, keine Ahnung. So. Hier ist erstmal alles leer soweit. Und dann gehen wir wieder raus. Sehr schön. Dann ab in die Höhle, würde ich sagen. Geilo. Das lief schön. Eine größere Geldbörse wäre auch geil, wenn wir die endlich mal bekommen würden, weil wir kriegen aktuell halt ziemlich viel Kohle. Das Spiel besteht eigentlich auch nur aus Geld, wenn man ehrlich ist. Ist hier oben auf diesem Gipfel eigentlich auch noch irgendwas Krasses drauf? Ich glaube, ich möchte es mal auschecken. Nur mal gucken. Wenn da nichts ist, dann lassen wir's. Ansonsten, ich weiß nicht, ob da... Ist da was zu buddeln? Ich habe gerade nichts im Hinterkopf. Aber wenn da was ist und ich das jetzt vergesse, wäre doof. So, und wie gesagt, da oben ist halt noch eine Höhle, wo wir auf jeden Fall hin müssen. Ja, ich guck mal ganz kurz. Normal. Und einen Schluck Kaffee. Ah, sehr schön. Warte mal ganz kurz. War das hier? Nee, das war nicht hier mit der Höhle, gell? Das war bei der anderen Brücke. Weil wir hatten auch noch eine Höhle, wo wir auch nochmal zwei Fackeln, aber das war, glaube ich, nee, das war nicht hier bei der Brücke, das war bei der anderen. Das ist ja die Haljaseebrücke und das andere ist die Eldin-Brücke. Ne? Bei der Eldin-Brücke hatten wir, glaube ich, eine Höhle oberhalb an so einem Bergpfad. Und da, genau, da geht es dann in diese Lava-Höhle, wo dann mit den Eisenstiefeln da so lang paddeln musst. So, I don't know. Ich mache einfach mal einen Jump und guck mal, wie wir bald rumkommen. Ich weiß nicht, ob da jetzt unbedingt was Krasses ist. Wir gucken mal, ob wir da buddeln können. Genau, in der Höhle müssen wir auf jeden Fall bei der Eldin-Brücke auch nochmal kurz hin. Und was mit Fackeln anzünden. So, verwandeln. Ist hier was? Lohnt sich das? Hast du Rubine verdient? Ist leider nichts. Eine schöne Aussicht. Toll, hat sich ja gelohnt. Gut, wir haben das mal abgecheckt. Also hier ist nichts weiter.
Aber das Huhn würde ich mir mal kurz mitnehmen. Und dann fliegen wir nochmal eine Runde. Gut, dann würde ich sagen, ab in die Höhle, ne? Da gibt es nochmal ordentlich Schätze zu holen, da bin ich mir relativ sicher. Also, wenn es da nicht mindestens einen guten Gegenstand gibt, mindestens einen Schlüssel oder sonstiges, dann beiße ich mir in den Arm. Weil da haben wir echt viel zu holen. Da gibt es echt sehr viel zu holen. So. Eine Flasche wäre eigentlich auch mal wieder ganz praktisch. Also wir haben ein bisschen was, was wir brauchen. Okay. Ich würde vielleicht... Wir haben die Lampe. Und ich rüste mal den Morgenstern aus. Und dann ab in die Höhle, würde ich sagen. Ist jetzt auch wieder so dunkel? Ja, ne? Die war schon eben sehr dunkel. Okay, hier ist Feuer, das ist gut. Aber ja, es wird hier genauso dunkel. Aber wir haben ja zum Glück unser grünes Licht. So. Und da geht's hier nämlich schon los. Hier geht's weiter. So, und hier geht's los mit einer kleinen Schatzkiste einfach. Und da geht's schon weiter mit einem kumulanischen Zeichen. Zack. Und hier ist einfach noch eine kleine Schatzkiste drin. Hä, wie gut. Und eine Geisterseele. Okay, Geisterseelen sind jetzt ja nicht mehr so wichtig, wenn man ehrlich ist. Weil ab 60 gibt es ja auch nur noch Kohle, ne? Soweit ich weiß. Wir versuchen es trotzdem. Ist das? Jo. Lampenöl. Zack, Lampe wieder voll. Und dann haben wir hier wieder zwei. Wieder eine Schatzkiste. Ist so gut, diese Höhle, ne? Und die ist so riesig. Ha. Okay, Geld. Zack. Zack. Braucht man nicht. Wir brauchen kein Geld. Okay, hier sind jetzt diese Feuergegner und oben dann die erste Geisterseele. Reicht das? I think yes. Okay. Und let's go. Geisterseele 34. Ah, 10 Wasserbomben. Aber leider gehen die ins Leere. Schade. So, einmal Feuer. Hier wieder auf den Morgenstern wechseln. Hier geht's dann weiter. Hier wieder eine kleine Schatzkiste. Ey, das ist so gut, ne? Wie uns die Preise einfach hinterhergeschmissen werden. Und ein kleiner Schlüssel für die Wüstenburg. Jawohl. Das ist das hier, ne? Wie viele gibt's da? Da gibt's ganz viele. Fit. Okay. Alles klar. Weiter geht's. So. Wir haben auch so ein Brett. Oh oh. Herzchen. Okay, okay, okay. Es läuft. Und hier brauchen wir jetzt aber den Bogen. Weil da so ein komischer Turm ist, der sich bewegt. Und Fackel. Let's go. Oh ja. Ist eine gute Höhle, ey. Die ist super. Super dunkel. Schon wieder 10 Wasserbomben, die ins Leere gehen. Nein. Ich sollte vielleicht die Bomben verkaufen. Ah, es ist jetzt eklig, ne? Dass das alles ins Leere geht. Ist schon nicht so schön. Aber was willst du machen? Okay, ich glaube, hier gibt es dann die erste Schatzkiste fürs Anzünden von Fackeln. Sehr schön.
So, und einmal auffüllen, oder? Hä, hey, sehr gut. Zack. Gut, die wären auch tot. Und weiter mit einer Schatzkiste und Geld. Ach man, keiner Sau braucht Geld. Zumindest ich nicht in Twilight Princess. Okay. Hi, mein Freund. Oh. Komm schon. Das ist schlecht, was ich hier mache. Sehr schön, okay. Hier haben wir einen Rückweg. Oh. Jawohl. Mit dem Morgenstern geblockt. Sehr schön. Und hier wieder normale Bomben. Schade, jetzt kommt gerade eher so Nieten, sag ich mal. Wasserbomben wären eigentlich geil gewesen, aber bringen mir halt nichts, wenn ich gerade die Bombentasche voll habe. So, hier mal kurz vorsichtig. So, und den Bogen. Sehr schön. Zack. Ihr seht, die Höhle ist auf jeden Fall mega big. Da geht's weiter. Hier gibt's eine große Schatzkiste. Und hier eine kleine mit Fledermäusen. Aua. Wahnsinn. Also hier gibt es auf jeden Fall ordentlich was zu holen. Ein kleiner Schlüssel für Kumula. City. Aber da gibt es nur einen kleinen Schlüssel. Sehr gut, den haben wir jetzt. Das ist sehr, sehr gut. Das ist perfekt. So, und eine Geisterseele. Ah, schön. Es läuft auf jeden Fall gut. Oh, da oben hängt wieder einiges. Und da ist wieder eine Geisterseele. Ich glaube, warte mal, Fackel nehme ich raus, aber ich würde hier mal wieder mit dem Bogen schießen. Weil hier doch ein bisschen viel unterwegs ist. Oh, das waren glaube ich zwei auf einmal sogar. Na? So, das müsste das gewesen sein. Immer schön vorsichtig, wir haben Zeit. Herzchen nehmen wir mit und dann haben wir hier auf jeden Fall wieder eine Geisterseele. Eieieiei, so, komm her mein Freund. Oh oh. Und Feuer frei. Und die Nummer 35. Mit Bomben. Nein, die Geisterseelen hier, die bringen gerade gar nichts. Einmal zum Mensch werden bitte und dann hier nochmal die Fackel schnell zünden. Aber ihr merkt, die Höhle ist immer noch nicht vorbei. Hier geht's auch weiter. Oh, habe ich drüben was ausgelassen? Ah ne, das war der kleine Ort, wo es rausteleportiert werden würde. Oh, 200 Rubine, einfach futsch. Das ist natürlich super ärgerlich. Aber was willst du machen, ne? Wir haben zu viel Kohle. Pfeile. Naja, gut. Damit kann man zumindest ein bisschen was anfangen. Aber Leute, wir haben auf jeden Fall ein kumulanisches Zeichen bekommen. Wir haben zwei Schlüssel bekommen. Zwei sehr wichtige Schlüssel. Ich denke, damit kann man auf jeden Fall leben. Okay, der ist auch tot. Sehr schön. So, was haben wir hier? Hier geht's weiter. Und hier geht's... Oh, sehr schön. Da können wir uns auf jeden Fall nochmal was holen.
Zack, schön wieder voll. Und ich würde sagen, Leute, wir machen auch Schluss mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und wir kriegen hier nochmal Kohle, die ins Leere geht. Bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer. Und dann beenden wir hier die riesige Höhle. Tschüssi.